Zug ist doch schnell. Ich bin doch Gelder. Wir stecken schon wieder fest. Du bist ja total am Kettern hier. Ja. Oh. Mann, dieser ganze Schmand hier, der macht euch hier weg. So, wir haben den Fluss gefunden. Das wird gleich auf jeden Fall eine richtig dumme Aktion sein. Das wird richtig geil. Und genau hier vorne ist dieser Fluss. Da ist zwar ein bisschen Strömung drin, aber der ist, glaube ich, vielleicht noch knietief oder so. Das ist sehr gut. Das heißt, falls wir kentern sollten, dann müssen wir nicht komplett schwimmen. Wir müssen gleich unsere Sachen in Mülltüten und so verschützen. Ja, Mann. Im gut. Packsack und so. Ich habe ja nur einen ganz dünnen Packsack dabei. Der wird bestimmt reißen. Aber der sollte wasserdicht sein. So ungefähr 6-7 Kilometer bis zum Ziel. Aber schon ziemlich schmal. Das könnte unten alles aufreißen vielleicht. Das wird richtig dumm sein. So, jetzt wird das hier in Tüten eingepackt. Damit für Fall, falls wir runtergluggern sollten, dass die Sachen hier ein bisschen geschützt sind. Diese ganze Elektronik und sowas. Das haben wir mit billigen Müllsäcken geschützt. Plus Packsack, da werden wir das auch reinstecken. So, meine Sachen sind im Packsack drin, die nicht nass werden dürfen. Und hier ist ein bisschen Verpflegung drin in dieser Netto-Tüte. Und seine Sachen sind im Müllsack drin. Das ist schon geil, Alter. Leg den vielleicht schon mal vorne, dass es schon mal ein bisschen hoch geht. Ja, das sind deine perfekte Position erstmal. Das sieht so dumm aus, Alter. So schief. Selbst schief gehen. Selbstverständlich wird das schief gehen. Wir müssen los. Okay. Sitzt du halbwegs vernünftig? Ja, so ungefähr. Okay, dann komme ich jetzt rein. Wir werden es auf jeden Fall nass werden. 100%, Alter. Das wird auf jeden Fall schief gehen. Ah, ich bin drin. Oh, es ist kalt. Okay. Du sollst mal nicht noch? Ich sitze. Bist du bereit? warte, noch nicht. Und los! Wir fahren! Oh mein Gott, ich mach das Handy erstmal weg. Kannst du lenken? Oh. Das ist wie so geil! Junge, wir fahren! Wir müssen uns konzentrieren. Hilfst du? Ja. Wir müssen immer uns abstoßen. Pass auf, du musst lenken. Warte. Wir dürfen nirgends dagegen kommen, Alter. Warum ist das so schnell? Wir tun's! Oh mein, wir kommen dagegen! Okay. Immer mit der Ruhe. Wir sind hier. Ja, okay, ja, ist doch easy. Guck mal, was geht? Meine Schuhe sind schon nass. Wir machen das gut. Da vorne ist ein Ast. Oh nee! Das wird jetzt wild. Konzentration, Alter. Wir müssen nichts falsch machen. Yeah! Oh, gerade so. Gerade so. Ich muss auch filmen, Alter. Jetzt fängt es an zu regnen auch noch. Kannst du kurz lenken? Oh oh. Oh. Wir haben schon einen Ast überquert. Ja, Mann, wir tun's. Ja! Die Schlauchboot-Action. Meine Füße sind nass, geil. Oh. Stromschnelle. Ja, Mann. Wir fahren! Junge! Oh nein! Scheiße! Ja, scheiße! Okay, wir sind angekommen. Warte mal für das Video. Das ist scheiß Ast, ey. Wo ist dieser Ast hier am Weg? Oh, ist das tief! Ah! Du hast nein, warte auf mich! Bleib stehen! Ah, scheiße! Ich war irgendwo fest, Alter! Junge! Scheiße!
Scheiße. Ich bin voll überfordert. Mann, ich krieg mich gar nicht gehalten. Hast du die Paddel dabei? Ja. Mann, dieser ganze Schmand hier, der macht euch hier weg. Aber wir haben den Staudamm gelöst, da vorne fährt er. Ja. Oh, es ist kalt, Alter, ich kann gar nicht da reingehen. Auf die Seite kommst du nicht, ne? Boah, frisch, Alter. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht so tief. Da rein. Und los. Oh. Okay. Oh. Oh. Fuck, ist nass. Ich kann wieder. Oh, ist das kalt, Alter. Okay, ich bin da. Ich bin los. Oh, ist das kalt. Das ist wirklich kalt. Hauptsache, der Staudamm bist durch. Hier ist der Staudamm gelöst. Es regnet, Alter. Ist das geil? Ja. Februar, auf dem Fluss im Regen, mit einem Minischlauchboot, wo wir gerade so mit dem Arsch reinpassen. Ein 10 Euro Billigschlauchboot. Ja, Mann. Der Regen ist voll scheiße. Regen nervt. Das sieht man am Wasser, dass da Tropfen drauf fallen. Es regnet richtig nervig rum. Guck mal, hier vorne ist eine Brücke. Das ist richtig geil. Brücken sind voll geil. Da ist schon wieder ein Ast im Weg. Was ziehen wir da? Junge. Meine Eier sind nass. Aber wir müssen das irgendwie wegkriegen. Einer muss raus. Ich mach das. Jawohl. Ist der von gerade? Einer. Oh, der liegt genau dumm. Ja. Mein Gott. Du musst dich doch nur mal drehen. Ah, ich glaube, der funktioniert jetzt. Oh nee, Stoffeln, Alter, oder? Ich dachte, was ist? Oh, da drüben sind richtige Stromschnellen. Oh, jetzt wäre so eine Kamera am Kopf ganz geil. Ja, der ist richtig wild. Scheiße, aber ich will es filmen. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Geh los. Okay, let's go. Nicht stecken. Oh. Nein. Warte. 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 Das ist doch nicht ganz so. Ja! Sind wir drüber? Nein! Ich stecke auf diesen scheiß Stein fest. Nein! Nein! Ja. So, jetzt sind wir drauf. Oh, da vorne ist noch. Nein, hier ist alles voll Steine, deswegen. Ich stecke wieder fest. Ja. Oh, es ist kalt. Wir müssen weiterfahren. Wir müssen es schaffen. Da kommt ein fetter Stein direkt vor uns. Nein! Konzentration! Wir drehen uns! Oh nein! Konzentration! Lass uns umdrehen! Nur ein Schritt mehr! Konzentration! Du bist doch schnell! Es wird doch wilder! Das ist alles nass. Oh Gott, wir reisen darauf zu. Schnell. Schnell rüber. Rüber. Heiliger.
Das ist so geil. Meine ganze Arschritze ist voll Wasser. Meiner auch. Ja. Gut. Das haben wir überstanden. Meine Füße. Das ist bestimmt jetzt eisig kalt an den Füßen, ne? Boah, Digga, ich spüre sie gar nicht. Die sind ultra kalt. Lass mal ein bisschen rüber. Oder unten durch. Boah, das ist so tief, ich komme hier am Boden. Ja. Lass mal hier rüberfahren. Hier ist das Wasser tief. Oh, Junge. Lass mal ein bisschen rüber. Da ist Ast am Kopf. Oh. Hier sind überall Rattenlöcher oder diese hier Biber oder Nutria oder was das so für Tiere sind. Ja. Wir hören von hier auch schon wieder neue Stromschnellen. Ich bin gespannt drauf, ob wir kentern. Bevor ist die nächste Stromschnelle. Wir müssen da runterfahren. Prüfen, ob wir jetzt dieses Mal kentern. Okay, Konzentration, die festhalten. Und es geht los. Es beginnt. Oh, ich schläg mich. Ich fest. Aber es geht. Oh, gut. Oh, ist schon Arsch hier passiert. Oh, es ist da. Es ist schon wieder der Arsch war komplett nass. Junge. Oh. Oh. So, jetzt stecken wir fest. Okay. Ja, Mann. Ja. Jawohl. Geschafft. Das Wasser fließt. Der Boot schwimmt. Wir haben dort die Stromschnelle hinter uns gelassen. Kommst du so raus? Ich halte das Boot fest. Das ist alles voller Wasser. Ja. Das Boot ist ein bisschen unter Wasser. Warte, gib mir den. Hier, hier. Okay, ich habe ihn. So. Sind aus dem Boot draußen. Ja, guck mal, wie nass das da alles ist, ey. Ganze Hose ist komplett durchnässt. Das ist voll scheiße. Mein ganzer Sack ist nass. So, wir machen einmal ein bisschen Pause, weil seine Füße sind komplett durchnässt. Die sind voll unterkühlt. Aber ist geil. Und ich bin gespannt drauf, ob der Packsack die Sachen geschützt hat. Ich muss da meine Actioncam aufladen. Das ist auch der zweite Grund, warum wir Pause machen. Ja, scheiße, so ein bisschen ist reingekommen. Aber dadurch, dass die Müllsäcke das geschützt hat, sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Es sind nur ein paar Tropfen, die reingekommen sind. Ja, ich habe das mehrfach geschützt. Ist alles trocken. Sehr gut, die Hauptsache. So, erstmal Salami. Und mit Brot essen. Das kleine als Frühstück. Genau, als Frühstückspause. Wir sind gerade dabei, uns ein bisschen aufzuwärmen. Hier unter der Sonne. Das ist eine voll coole Sonne. Und guck mal, da wo dieser blaue Punkt ist, da sind wir. Und hier in dieser Stadt müssen wir hin. Das ist unser Ziel. Und von dieser Brücke, glaube ich, kommen wir. Das heißt, wir haben fast ein Viertel geschafft. Von dem Weg. Prüfen, wie viele Stromschnellen es gibt und ob wir tatsächlich komplett kentern werden. Ich wünsche es uns. So, der Packsack ist wieder eingepackt. Jetzt setzen wir die Tour fort und dann wird wieder alles nass sein. Meine Hose ist gerade zur Hälfte trocken geworden. Und meine Schuhe auch. Das sind richtig gute Schuhe. Die standen ja komplett unter Wasser. Die war ja die ganze Zeit in dieser Pfütze drin. Die sind auch gerade so zur Hälfte getrocknet. Aber wir müssen auf jeden Fall ankommen. Wir sind Fracht. Die Fracht muss geliefert werden. Was ist das? Boah.
Äste sind so richtig geil. Ja? Hältst du fest? Den hatte ich einfach nur reingelegt, oder wie war das? Ich glaube schon. Geht das so? Und mich habe ich vorne drauf geworfen, oder wie? Okay. Ja. Jawohl, jetzt uns nass machen, Start kommt. Zum zweiten Mal. Jawohl, da vorne sind schon wieder Stromschnellen. Prüfen, ob wir kentern. Oh ja, jetzt wird's wild. Ist hier viel wild? Ist hier los? Ja? Ja. Was ist denn das, Alter? Oh. Das ist die Scheiße. Jetzt sind wir schon wieder stecken geblieben. Wir sitzen auf dem dicksten Felsen, den es hier gibt, Alter. Du musst es nur noch drehen. Geht? Kannst du mit Türen umdrehen? Ich bin so umgedreht. Jawohl. Das hat geklappt. Die Schnellen sind halt voll dumm, Alter. Weil die so flach sind. Ja, das ist auf jeden Fall die dümmste Bootsfahrt von dem ganzen Fluss. Yeah. Wir haben die Stelle überwindet, ohne gekentert zu sein. Die Arschritze ist auf jeden Fall wieder nass. Aber komplett, so richtig komplett durchnässt. Da hinten, da ist schon wieder ein Stamm im Weg. So ein Baum. Das ist voll scheiße. Du hast eine fette Spinne da sitzen. Oh, kannst du die bitte wegmachen? Danke. Lass mal rechts anhalten. Da kann man den, glaube ich, besser wegmachen. Ja, ja. Scheiß Ast. Ja. Der Ast muss weg. Das ist ein ganzer Baum, Alter. Ei. In welche Richtung am besten? Ich heb ihn hoch und du fährst durch? Oh, das ist sehr schwer. Wo soll der hin? Einfach ins Wasser. Nach da? Ja. Ja, ne? Ja. Der ist voll scheiße, dieser Ast. Lässt sich auch richtig beschissen packen. Wenn ich den so ein bisschen hoch rüber und fallen lasse. Nochmal. Nicht so, ne? Ich habe ein paar Spritzer ins Gesicht abbekommen. Ach du Scheiße. Jawohl. Ja, und jetzt drüber fahren. Vielleicht fährst du alleine drüber. Wenn die so schwer sind. Ja, ich gucke mal. Drüben, ja? Geil. Gleich Action. Ja. Reinfallen lassen, oder? Ein bisschen zu doll. Ein Zeugend. Ja. Da ist auf jeden Fall viel reingeflossen gerade. Guck mal, da drüben sind schon wieder Stromschnellen. Oh, die sehen übel aus. Die sehen Steine. Übel aus. Also einfach mittig oder ganz am Rand, aber ich glaube mittig wird das einfach zu sein. Ich glaube mittig auch, ja. Aber das sind natürlich auch dicke Steine. Ja. Egal, schaffen wir einfach. Also da und dann so mittig.
Ja, das war's schon. Ja. Scheiß Steine. Das ist stecken schon wieder fest. Mit mir kommen wir nicht drüber, guck mal. Ja. Wir müssen uns bloß hochheben. Ja. Scheiße. Oh, Alter. Hier kommen wir nicht durch, sonst, Alter. Ja. Ja. Oh, Scheiße. Scheiße. So schnell. Ah, Scheiße. Weiter, Alter. Ja. Gott zum Glück, Alter, kein Stein, wo ich mit dem Gesicht geflogen bin. Scheiße. Du Scheiße, ey. Was ist das jetzt trocken da drin? Was sieht so aus? Oh, wir müssen helfen. Jawohl. Jawohl. Wir sind auf Kurs. Vor dem Stein ist eine richtige Missgeburt. Ja. Jawohl. Ich hab's, glaube ich, drauf. Ja, sehr gut. Scheiße. Ja, Mann. Ich bin komplett im Wasser gelandet. Die ganzen Aufnahmen bei Naturin auf dem Kanal in seinem Video. Da vorne sind schon wieder so eine Stromschnellen. Die, wo bestimmt die Steine schon wieder zu nah an der Oberfläche sind, wo wir kaum rüberkommen. Die werden uns gleich wieder so richtig belästigen, diese Steine da vorne. Diese Stromschnellen. Schon wieder stecken wir fest. Pass auf. Was ist? Ja. So. Aber diese Strohschnelle auch geschafft. Das ist voll scheiße mit dem beschissenen Stein. Die sind viel zu flach. Da passt der Boden nicht drüber. Aber hier sieht das schon wieder entspannter aus. Hoffentlich bleibt das erstmal so. Ich bin am Pfirsichgesicht. Guck mal, da vorne ist schon wieder eine Stromschnelle. Vielleicht werden die Steine schon wieder gegen unsere Rücken knallen. Und wir kommen da nicht weg. Ah, ja, klar. Steine ist voll beschissen. Ich glaube, der hier, der war nicht so hart gewesen wie vorhin. Ja, genau. Hier kamen wir gerade so besser rüber. So ein bisschen. Scheiße. Da vorne liegen Bäume. Es könnte sein, dass wir hier raus müssen und ein Boot tragen müssen. Das war da ganz, weil da hinten, da sind noch mehr Bäume. Katastrophe. Ja. Und hier schwimmt Schaum rum. Weil hier ganz viele Fische da reingepinkelt haben. Gehen wir hier raus, ja? Ja. Hier ist richtiger Schmand. Ja.
Alter, ist ja total überflutet hier. Ist ja total kettern hier. Meine Füße sind die ganze Zeit unter Wasser hier. Geht? Pass auf, pass auf. Kurze Fußaufwärmpause. Ja, können wir machen. So, jetzt machen wir zweite Pause. Und ich bin gespannt drauf, ob alles trocken geblieben ist. Da ist viel Feuchtigkeit. Das ist scheiße. Meinst du, wir sollen jetzt weiter laufen, Alter? Das ist auf jeden Fall. Oh, mir ist richtig kalt. Der ist kalt. Das ist scheiße. Oh, ich bin komplett durch. Also hier ist alles komplett nass. Aber ich glaube, die Müllsäcke sind trotzdem besser als der Packsack. Da ist aber ganz schön viel Nässe drin jetzt. Okay. Aber es sieht so aus, dass vielleicht der Schlafsack vielleicht doch trocken geblieben ist wegen diesem Packsack. Ja, okay. Ich denke, es sieht gut aus. Die Technik ist nicht nass. Das ist die Hauptsache. Ja, der Packsack ist auf jeden Fall durch und das hat die zweite Mülltüte ist auch durch. Aber die dritte hat es geschafft, dass die Technik wenigstens trocken geblieben ist. Das ist sehr gut. Guck mal, Hose, Pullover ist alles komplett durchnässt. Und der Herr Goldmann, da war ja komplett drin gewesen. Gut, dass du so einen Ersatzpullover noch da hast, der trocken ist. Ja, Mann, Alter. Ich habe jetzt nasse T-Shirts drunter an. Mir ist auch kühl, aber ich muss sagen, es geht noch was. Das heißt, ich muss da auch irgendwie komplett reinfallen. Mal gucken, wir machen erst mal Pause. Und dann machen wir entweder hier Stopp und gehen zu Fuß dann zur Ortschaft hin. Oder wenn Herr Goldmann nicht zu doll gefrostet ist, weil er ja komplett im Wasser drin war. Also der ist ja reingefallen komplett. Dann fahren wir weiter den Fluss entlang bis zur Ortschaft. Aber ansonsten laufen wir zu Fuß dahin. Genau, das werden wir gleich entscheiden. Es ist voll unangenehm, mit so einem nassen Rücken und so einer nassen Hose rumzulaufen und diese nassen Schuhe. Und das Wasser ist voll kalt. Aber guck mal hier. Guck mal. Wir haben mehr als die Hälfte geschafft. Wir kommen ja von da unten, von dieser Ortschaft. Und hier ist Salzwedel. Und da sind wir. Wir sehen auch Salzwedel von hier aus schon. Da ganz hinten. Ja, genau. Da hinten ist Salzwedel. Hier vorne liegt die durchnässte Jacke von Herrn Goldmann. Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir nicht mal weiterfahren, weil es wird auch echt kalt. Es ist halt richtig kalt. Und guck mal, ich habe mir auch schon eine Ersatzhose angezogen. Das war voll scheiße gewesen, die ganze Zeit in durchnässter Hose rumzulaufen. Die war so richtig durchnässt. Aber meine Füße, also meine Schuhe, ich habe ja keine Ersatzschuhe oder so dabei, die bleiben auf jeden Fall nass. Das ist ganz wichtig, die müssen nass bleiben. Weil das ist richtig geil, dass die nass sind. Das ist ein richtiger Billigschlauchboot. Ein richtiger Billigschlauchboot, aber der hat gehalten. Der hat uns nicht komplett zum Kettern gebracht. Auch wenn wir durch Steine gefahren sind. Das ist nicht das letzte Mal, dass wir uns mit diesem Boot sehen. Wir sind bestimmt mehr als 5 Kilometer, vielleicht 6 Kilometer Schlauchboot gefahren. Glaube ich. Ja, schon. 5 mindestens. Ja. So, jetzt gelaufen wir zu Fuß zur Ortschaft. Und das ist zwar jetzt angenehmer, eine trockene Hose anzuziehen, aber die Unterhose ist noch komplett durchnässt. Und die Schuhe und die Socken und mein ganzer Rücken auch noch ist komplett durchnässt. Das ist voll geil. Das ist voll kalt. Aber gut, dass meine Jacke trocken geblieben ist. Seine Jacke ist komplett durchnässt. Wenn wir gleich bei der Ortschaft angekommen sind, dann werden wir auf jeden Fall irgendwo essen gehen. Bei irgendeinem billigen Imbiss. Ich hoffe, wenn wir gleich bei so einem Imbiss angekommen sind, dass es so ein richtig verfettigter Fettsack uns bedient. Mit ganz viel Schmierfett auf seiner weißen Schürze. Und mit einer tiefen Arschritze, der rausguckt. Mit Fusseln dran.
Genau, wo da ständig da dran kratzt, währenddessen der seine die Pommes macht. Genau, von so einem will ich mich unbedingt gleich bedienen lassen. Ich hoffe, wir finden so ein Lokal, wo so einer arbeitet. Das wird so richtig geil sein. Willkommen in der Duschlageübung. Das ist hier alles so richtig mit Matsch betunkt. Das ist eine richtig verseuchte Gegend hier. Hier liegt eine verfettigte Vollfettschnecke ohne Inhalte rum. Das ist ein richtiger Scheißweg hier. Der strengt voll an. Der ist voll unbequem, dieser Weg. Dieser Weg muss weg. Also das ist kein Weg, sondern das ist ein Feld. Ja, genau, wir wollen auf einem Weg drauf sein und nicht auf so ein Feld, auf sowas hier. Wo nur hier Gestrüpp und sowas ist. Und wo man hier einsinkt, weil das hier alles so matschig ist und so nass und feucht. Das ist voll die Scheißstelle zum Rumlaufen. Das ist Durchschlageübung. Das ist eine richtige Durchschlageübung. Richtig räudig, dieser Feld. Der hat unsere Füße noch mehr nass gemacht. Aber wir haben hier einen See gefunden. Vielleicht ist da hinten ein richtiger Weg. Da hinter diesem Gestrüpp. Das könnte vielleicht ein Weg werden, aber wissen wir noch nicht. Jawohl, da drüben sehen wir Straße. Das ist sehr gut. So ein bisschen asphaltierter Weg. Das ist richtig geil, dass wir endlich einen asphaltierten Weg gefunden haben. Nachdem wir hier bestimmt mindestens einen Kilometer durch dieses ganze Gestrüpp hier gelaufen sind. Schön gepflastert. Hey, Digga. Hast einen Krampf wieder. Geil, ich liebe es. Ja. Das macht richtig Bock, Mann. Das war voll der Gestrüppweg gewesen. Jetzt haben wir Pflastersteine gefunden. Hier stinkt das voll. Das riecht hier voll unangenehm. So nach richtig frische Gülle, die irgendwie frisch entstanden ist. So riecht das hier. Und hier vorne ist so ein Hundebild mit zwei Zähne dran. Der hat diese Schneidezähne, genau, die heißt, so heißen die. Die fetter sind als meine. Wir sind jetzt mittlerweile in Ortschaftsmitte angekommen und der Dönerladen ist nicht mehr weit. Das ist voll cool. Gleich können wir Döner essen. Ich bin ein Eselgesicht. So, hier vorne fließt die Dumme. Wir laufen jetzt drüber über diese Dumme. Wenn wir ein bisschen weiter gefahren wären, dann hätten wir da hinten irgendwo ausgestiegen, glaube ich. Das sah voll lustig aus, wie du ins Wasser gefallen bist. Ja, wie so ein Trottel. Mit, das war ein richtiger Trottel. Wie so ein richtiger Trottel, genau. Ja. Aber die Füße sind mittlerweile zu dreiviertel trocken. Das sind gute Schuhe. Die Schuhe sind zu empfehlen für sowas. Obwohl wir es Februar haben. Wir haben bestimmt weniger als 10 Grad. Ja, genau hier am Smartphone steht 8 Grad drauf. Dass wir jetzt gerade 8 Grad haben. Also habe ich richtig geschätzt mit unter 10 Grad. So, hier vorne ist der Dönerladen. Hier werden wir jetzt essen gehen. Schon ein guter Döner. Wir haben den Döner aufgegessen. Und jetzt gelaufen wir zum nächsten Bahnhof, um dann Zug zu fahren, zurück nach Hause. Das wird gleich schon wieder so eine 3-Stunden-Busfahrt. Nee, 3,5 Stunden, genau, so ungefähr. Zugfahrt zurück sein, wenn nichts schief geht. Also wir sind jetzt am Bahnhof. Und mein Zug, der fährt gleich, der kommt gleich. Der holt mich ab. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen und hier vorne liegt ein Paket aus meiner Amazon-Wunschliste. Jemand hat es mir mitbestellt. Ich werde es jetzt öffnen. Ein Geschenk von Moped Dennis. Hey, ich hoffe, ich konnte dir damit eine kleine Freude machen. Viel Spaß damit und ich freue mich auf das nächste Video. Geprost von Moped Dennis. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich weiß, was das hier ist. Da ist schon was runtergefallen. Ja, genau. Das sind so eine Sachen hier. Für meinen Tab, so eine Erweiterungsdinger, so eine Zusatzteile, damit man das hier zum Beispiel viel besser und einfacher abspannen kann, ohne dass man viel irgendwie was aufwendig aufbauen muss. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine Ridgeline hat oder so, dann kann man jetzt zum Beispiel so ein Ding nehmen und den dann über die Ridgeline machen, den Tab, so aufspannen. Genau. Hier noch diese Karabinerhaken und sowas. Ja, genau. So ein Zusatzmaterial für meinen Tarp. Also ich werde die wahrscheinlich nicht so oft verwenden, weil ich meistens so einen ganz einfachen Aufbauvarianten mache. Aber ich habe auf jeden Fall ein Videoprojekt geplant, den ich irgendwann machen werde und wo ich die hier auf jeden Fall brauchen werde.
definitiv. Die werden für so ein bestimmtes Videoprojekt gebraucht. Genau. Ich hatte was in Planung. Ich habe was im Hirn, wozu ich das brauche, unbedingt. Deswegen brauchte ich die unbedingt, genau. Ich bedanke mich für die TARP-Zubehörteile. Falls mir jemand etwas zukommen lassen möchte, unten in der Beschreibung ist meine Amazon-Wunschliste und meine Packstation-Adresse verlinkt. Und wir sehen uns im nächsten Video. In diesem Video bin ich ganz spontan mit dem Herrn Goldmann nach Sizilien geflogen, um dort für 6 Tage ganz minimalistisch nur in Schlafsack und Müllsäcken eine Biwak-Tour teilweise im Vulkangebiet zu machen. Schaut euch das unbedingt auch an, das war so ein richtig geiler Trip. Wir haben sogar einen Vollzeitreisenden kennengelernt, der bis heute noch dort reist.